Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter aka Uli, und zwar zum Video 140. Es ist soweit, ich habe es geschafft, ich habe den letzten Streckenabschnitt gebaut, und wie ich das gemacht habe, möchte ich dir heute natürlich zeigen, was es da für Herausforderungen für mich gab. Gerade was die Weiche angeht, die ich jetzt als nächstes machen will. Wer sich erinnert, habe ich das Ganze ja schon in einem Video, im vorletzten Video gemacht. Ich werde es mal einblenden, entweder unten verlinken oder oben in die Ecke rein basteln. Und da könnt ihr euch das anschauen, wie ich die Weiche gebaut habe. Heute geht es darum, wie ich die Weiche einbauen werde. Da würde ich aber sagen, ich melde mich nochmal von der Strecke live. Und wenn der Live-Part vorbei ist, dann melde ich mich an dieser Stelle nochmal. Und dann, wir sehen ja hier das kleine Stückchen Gleis. Und das ist ja im Grunde genommen, wenn ich mal so schaue, hier vorne der Bereich fängt ja an. Das ist ja die Modulgrenze, die ich habe. Und gelöst hatte ich das hier hinten ja, indem ich hier so ein verschiebbares Gleis habe, was ich dann zurückziehe, wenn ich das Modul öffne, beziehungsweise kann ich wieder nach vorne ranschieben, und das funktioniert recht gut. Während ich hier vorne die Übergänge habe, ich ja so gemacht, dass ich hier nichts verschieben kann. Da kann ich das Modul hochklappen, runterklappen, ohne dass irgendwas, naja, sich im Weg ist. Und hier hinten habe ich es halt verschiebbar gemacht, wäre aus heutiger Sicht auch nicht erforderlich gewesen, außer wenn ich es hochklappe, dass ich vielleicht hier gegen den Stein ran klappe, da wäre das vielleicht so nicht. Aber wenn jetzt hier noch ein Vorbau rankommt, dann sowieso. Aber ja, wie mache ich hier weiter? Ich habe ja nur ein Stückchen Flexgleis hier. Und im Grunde genommen soll das hier hinten weiter verlaufen. Ich biege das jetzt mal nicht, weil ich jetzt noch nicht weiß, wie ich will. Ich will zwar nie, was ich zum Beispiel, ich weiche wieder mal ab. Ich mag zum Beispiel nicht, wenn die Gleise zu gerade sind. Wenn wir das mal hier sehen, ich weiß gar nicht, kriegt man das ein bisschen mit? Das hier ist es ein bisschen, nicht verbogen, aber so ganz leichte Wellenlinie drinne. Das mag ich gerade bei meiner Anlage, wo ich hier nicht auf Deutsche Bahn oder irgendwas baue, sondern rein Fantasie, eben wie gesagt, auf diesen Steampunk-Motor rumreite. Da mag ich das, wenn das nicht ganz so gerade ist und die Züge so ein kleines bisschen sich drauf bewegen. Ich will ja hier kein ICE fahren lassen oder sowas. Aber jetzt bin ich komplett abgewichen, was ich eigentlich gar nicht erzählen wollte. Sondern dieses Stückchen, dieses verschiebbare Gleisstück, dieses flexible Gleisstück hier, das habe ich gerade überlegt, werde ich wahrscheinlich wegmachen und durch eine Weiche ersetzen. Das ist ein bisschen ein Experiment, weil hier kann ich ja nur nichts verschieben. Das heißt, ich müsste, wenn ich jetzt das Gleis hier, die Weiche hier ransetze, müsste ich ja hier hinten das wegnehmen. Und ich müsste das wirklich so genau bauen, das ist machbar, weil das Modul liegt ja an seiner Stelle, kann sich nicht bewegen, weil das ist ja fixiert worden von mir. Und ja, da würde ich das so bauen wollen, dass die Weiche direkt hier hinten dran kommt und ich an dieser Stelle die Möglichkeit habe, hier im vorderen Bereich, so wie ich jetzt das Flexgleis hier lege, eine Abstellstelle zu machen. Und im hinteren Bereich, das heißt, da würde ich hier nochmal ein bisschen ausarbeiten, damit ich so einen Bogen kriege, würde ich im Grunde genommen die Strecke hier hinten langlegen. Also das ist ein bisschen das Experiment, von dem ich gerade überlegt habe, ob ich es wagen soll oder nicht, aber ich denke mal, ich werde es machen, wo ich sage, ich mache das hier raus. Hier an der Stelle sehen wir ja, dass ich hier die Stromversorgung unten drunter angebracht habe. Das heißt, ich kann die genauso gut auch wieder unter die Weiche anbringen, wenn ich das hier mal so nehme und hau dann hier unten dran zwei Litzen, wo ich dann direkt die Weiche wieder mit Strom versorgen werde und werde natürlich auch die ganzen Mikrolitzen oder diese Kupferlackdrähte im Mikro immer hier alles verlöten werde, so dass das ganze Herzstück hier vorne versorgt ist mit Strom. Da kommen wir aber noch mal zu, das werde ich nachher auf dem Basteltisch machen. Und wie gesagt, hier hin, da muss ich natürlich einen Unterflurantrieb da hinten drunter bauen. Da kommen wir aber zu, wenn ich das Modul mal aufgeklappt habe, weil es muss ja alles angebracht werden. Und genauso muss ja hier vorne auch die Weichensteuerung wieder angebracht werden. Aber das machen wir mal separat. Ich würde sagen, ich fange erstmal an, dass ich hier das entferne und die Weiche hier aufbauen werde. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Hier habe ich ja noch die Original Gewinde dran, wo das im Grunde genommen, wo habe ich es denn jetzt hingeschmissen? Ja, hier habe ich vorhin ja abgemacht, wo der manuelle Antrieb dran war. Das kaufe ich ja immer so ohne elektrischen Antrieb, weil ich ja, wie gesagt, die Unterflurantriebe drunter baue. Und da habe ich ja das hier da. Und da habe ich überlegt, ob ich die beiden Stellen nutze, um die Weiche tatsächlich so
fest anzubringen, dass die sich gar nicht bewegen könnte, was natürlich die richtigen Gleise auch nicht machen. Ich könnte es auch verkleben, aber gerade bei einer Weiche. Aber ich muss mir das überlegen. Ich muss mir das auf den Basteltisch hinlegen. Da muss ich ja sowieso die ganzen Stellen, ich weiß nicht, ob man es jetzt hier sieht, das muss ja alles bearbeitet werden. Hier sind ja noch diese kleinen Plastikstege alles dran. Normalerweise trenne ich die alle ab und baue im Grunde genommen die Weichen ja nach, dann, das heißt, dass die Schwellen hier vervollständige, das war wieder mal sehr schwer auszusprechen. Und schauen wir mal, ich würde sagen, wir gehen rüber zum Basteltisch und schauen jetzt mal an, was ich da so draus bauen kann hier aus der ganzen Geschichte. Ja, und nun haben wir das Ganze gesehen. Hier ist es, was ich vorhin gesagt habe. Ich verweise auf das Video 138, wo ich die Weiche damals ist gut, das ist keine 14 Tage her, wo ich die Weiche gebaut habe. Und jetzt gehen wir mal an den Einbau. Das heißt, die Weiche ist jetzt stromsicher gemacht worden. Die hat ihre ganzen Verlötungen, um das mal sozusagen bekommen. Und als erstes baue ich natürlich, wie ich jetzt auch gerade schon erwähnt hatte, in dem Live-Part, baue ich diese kleine verstellbare Schiene weg. Das ist ein bisschen, naja, nicht knaubelig. Natürlich könnte ich da einfach ansetzen mit einem Meißel und einem Hammer. Bumm, ist das Ding erledigt. Nein, ich möchte es ja vielleicht noch irgendwo weiterverwenden. Und es sind Stromkabel drunter. Wen wundert's? Ich habe ja jedes kleines Stückchen mit Stromkabeln versorgt bei mir auf der Anlage. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich mache es tatsächlich so. Für den einen habe ich einen Piep, für den anderen habe ich keinen Piep. Mir ist das egal. In meinen Augen habe ich einen Piep. Ja, ist so. Aber ich mache das. Ich kriege jedes bisschen. Ihr seht es ja an der Weiche. Ich habe es ja gesagt, die hat einen eigenen Stromanschluss. Hier hatte ich natürlich jetzt die Herausforderung. Ich hatte es auch schon gesagt im Live-Part, dass ich das hinten plan kriege. Also es ist eine Modulgrenze. Und ihr wisst, Modulgrenzen sind immer so ein bisschen tricky. Aber ich habe es hinbekommen. Das kann ich jetzt schon verraten. Ich musste natürlich alles, oder was heißt ich musste, ich wollte. Ich habe alle meine Gleise da hinten ein bisschen hochgelegt. Das heißt, die 5 mm einer Sperrholzplatte habe ich das Ganze hochgepackt. Hat natürlich aber wieder ein bisschen länger gedauert, weil ich musste das Ganze ja auch wieder anfertigen. Ich musste es machen, ich musste es kleben lassen und so weiter und so fort. Hier sehen wir jetzt gerade die die Staubschutzabdeckung, was natürlich mein zukünftiges Gelände ist. Ich bin nämlich gerade dran beim Bauen, kommt demnächst, könnt ihr euch drauf freuen. Und musste jetzt hier natürlich zusehen, dass ich diese Stelle dort, Entschuldigung, mal wieder der Frosch im Hals, wie immer, wen wundert's, schön plan kriege. Das ist eine Weiche. Die Weiche kann ich nicht biegen wie bei einem Gleis, wo ich das dann nach unten biegen kann und gut ist. Ja, die Weiche muss ja funktionieren. Apropos Weiche, den Anschluss der Weiche, alles was dazugehört, das heißt den Unterflurantrieb, diese patentierten Umlenkmechaniken, die ich baue, das heißt mein Weichenantrieb sitzt natürlich wieder mal vorne an der Modulkante. Das zeige ich euch im übernächsten Video. Da habe ich gerade einige Fortschritte gemacht, das funktioniert. Das heißt, ich werde euch zeigen, wie ich die kompletten Signale anschließe. Ich werde euch zeigen, wie ich die Mechanik alles mache. Ich werde euch die Elektronik zeigen, die Relais, die ich einbaue und so weiter und so fort. Genug der Eigenwerbung. Im Hintergrund fange ich jetzt an mit meiner Bandsäge, mir das natürlich alles auszusägen. Ihr kennt das vielleicht selber, das ist immer ziemlich fummelig. Meistens, in dem Fall habe ich es nicht gemacht, arbeite ich mit Papierschablonen, die ich dann auflege. Aber in diesem Fall mache ich das so, ich habe das tatsächlich vor Ort ausgemessen oder habe das angelegt und habe dort dann angezeichnet. Ich kann natürlich verraten, was ich hier nicht zeige, dass ich noch 2-3 Mal in die Werkstatt zurückgelaufen bin und nochmal nachsägen musste, dass das wirklich alles passt, wie ich mir das gewünscht habe. Das ist natürlich dem geschuldet, dass eine Weiche vorne anliegt. Deswegen ist das so ein bisschen asymmetrisch alles. Und die muss ja auch irgendwo hinführen. Das wird lediglich ein Abstellgleis. Und andere ist natürlich die Durchfahrt. Das hatte ich mir ein bisschen anders ursprünglich. Sollte es nur eine Durchfahrt werden. Aber ich habe mir überlegt, denke, nö, noch eine Weiche mehr macht mehr Spaß. Und eine Abstellung fehlt mir auf diesem Anlagenteil sowieso ein bisschen. Ich habe, glaube ich, 4 Abstellmöglichkeiten nur. Auf der anderen Zimmerseite, was mal irgendwann kommt, wenn ich hier so grob durch bin, das ist was anderes. Da kommt natürlich mehr hin, da kommt das Betriebswerk hin. Das ist dann hier über mir sozusagen. Da habe ich noch nichts gemacht. Das könnt ihr euch im Video 50, 51, 52 gerne anschauen, wie ich das gemacht habe.
wie ich das gebaut habe, aber eben noch ohne Gleise. Aber mit Hintergrund alles fix und fertig. Die Beleuchtung da oben kommt übrigens von dieser Bahn, die ich mache. Ihr seht schon, was ich gerade im Hintergrund mache. Manch einer wird mich verteufeln. Ich klebe meine Weiche mit Sekundenkleber fest. Natürlich, das hält. Und wenn man das nur punktuell anbringt und dann mit einem Fixierspray, habt ihr ja gerade gesehen, da bin ich gnadenlos, das kommt da drauf. Ich bemale die Gleise ja sowieso. Und was soll da passieren, wenn ich Fixierspray drauf mache? Im Gegenteil, ist ein bisschen sauber dadurch, ne? Und hier sehen wir es wieder. Ich habe ein Gleisstück, was ich mit Strom versorgt habe. Ja, und da bringe ich natürlich jetzt den Strom nach unten durch, male diesen Punkt jetzt auch schwarz, weil ich will das ja nicht sehen. Ich male ja alles schwarz. Ihr wisst es ja vielleicht. Ja, man hat halt so seine Weise. Eine Herausforderung an der ganzen Geschichte ist noch, wir werden es gleich sehen, jetzt male ich erstmal die Punkte an, wo die Riedkontakte hinkommen und wo die Signale hinkommen. Die Riedkontakte mache ich immer möglichst in dem Fall außen an den Gleisen fest, sodass die möglichst weit voneinander getrennt sind. Und jetzt sehen wir, wo die Herausforderung war. Ich habe ja, wenn ich das Modul zurückziehe, die Holzleisten drunter, wo das Ganze drauf ruht. Und da kann ich ja nicht ein Loch da durchbohren, sondern ich muss gucken, dass ich schräg bohre, dass ich da nicht eben, dann kann ich es ja nicht mehr verschieben, ne? Wenn ich also das abmachen. Ich muss das ja alles so bauen, dass ich abmachen kann. Und das klappt ganz gut. Die nächste Herausforderung kommt in dem Video, was ich eben angesprochen habe, wenn ich anfange, unten die Mechanik zu bauen und die Elektronik zu bauen, dass ich ganz, ganz arge Probleme damit bekomme. Aber das möchte ich jetzt nicht zu weit vorgreifen. Wird interessant, so viel kann ich schon mal dazu sagen. Ja, hier hinten teste ich meinen Ried, den ich gerade gemacht habe. Wir sehen die LED, ich halte den Magneten oben dran, die Lampe geht an. Das kann man von verschiedenen Richtungen testen, ob ich das seitlich mache, ob ich das von den Spitzenseiten rangehe. Es gibt verschiedene Herangehensweisen, dass man das eben austesten kann. Und wenn man das mal so getestet hat, wie ich das hier mit meinem tollen Kästchen da, was ich gebastelt habe, habe ich festgestellt, dass tatsächlich von den Spitzenseiten die bessere Variante ist, so dass die Riedkontakte nicht gegenseitig im Weg sind. Das heißt, wenn ich jetzt mit einer Lok komme, mit einem kleinen Magneten unten drunter, dass der nicht der andere Riedkontakt mit angesprochen wird, dann habe ich ja einen Kurzschluss bald, kann man sagen, weil dann schalten ja beide Weichenseiten auf einmal. Das sind ja meine Notschaltungen. Das werden ja keine Signale, die geschaltet werden. Das sind ja meine Schaltungen, dass, wenn ich über ein rotes Signal fahre, meine Weiche vorne umschaltet. Habe ich schon mal ein Video dazu gemacht, könnte ich auch noch verlinken. Kein Problem. Und jetzt sehen wir schon, ich habe das Ganze fixiert mit diesen Klemmen, die ich von der Firma Vormann habe, was jetzt ja keine Werbung sein soll. Ich habe sie halt dort gekauft. Und diese Messingklemmen sind das Beste, was man machen kann. Wenn ich natürlich testen möchte und habe das schon drauf, dann nehme ich meine Plastikklemmen. Das habe ich mir auch mal gekauft. Die geben dann den keinen Kurzschluss, wenn ich das festmache. Da kann ich eben schon mal einen Fahrtest machen, obwohl vielleicht das noch dran ist, weil der Kleber noch kleben muss oder irgend sowas. Aber in dem Fall habe ich natürlich alles mit Sekundenkleber gemacht. Ich klebe ja auch viele Gleise in Weißleim. Macht sich auch sehr, sehr gut. Ein bisschen nach Bedarf. Was ich hier vorne nicht mache im sichtbaren Bereich, das habe ich also nur im hinteren Bereich gemacht, dass ich die Schienen miteinander nicht verlöte. Das mache ich hier nicht, weil das sieht man, dann habe ich diese Lötbubbles da an der Seite dran. Das mag ich nicht, das sieht nicht schön aus. Deswegen werde ich Gleise nur in den hinteren Bereichen oder in Tunnelbereichen verlöten. Aber da ich ja sowieso jedes Gleis mit separaten Strom versorge, ich kann es nicht oft genug sagen, ist das sowieso egal. Ja, das würde ich maximal machen, wenn ich habe es an manchen Stellen mal erlebt, dass ein Gleis im Nachgang plötzlich einen Millimeter Abstand hatte. Warum auch immer, ich kann es nicht erklären. Da habe ich es dann fein säuberlich mit Lötzinn aufgefüllt. Das geht sehr gut, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt. Und hier sehen wir schon die Testfahrt, die ich mache, die haben wir eingangs gesehen, ich glaube nicht aus dieser Perspektive, dass die Weiche und der Übergang, das ist ja das Wichtige, dass das funktioniert, die Modulkante, dass das funktioniert. Da gehe ich aber noch mal näher drauf ein in dem besagten Video, was in der übernächsten Woche wahrscheinlich kommen wird. Und jetzt habe ich die Weiche von Hand umgestellt, da ist ja noch nichts dran. Das kommt ja erst in diesem Video. Und es funktioniert. Ja, sie fährt perfekt über die Modulgrenze rüber. Sie, hier drüben ist die andere Modulgrenze. Da habe ich natürlich meinen Signalschützer stehen. Da hat man gleich einen Prellbock gemacht.
Und ja, wie gesagt, es läuft und ich bin froh, die Anlage ist zusammengebastelt und jetzt kann es endlich weitergehen. Ich bin, wie gesagt, bei den Hintergründen, ich bin da fleißig, wo ich da rumgeschmorgelt habe im letzten Video, bin ich jetzt in einer weiteren Form und da geht es natürlich hoch her. Und ich bin natürlich ein ganzes Ende weiter, wie gesagt, als ich euch das mal zeigen kann, aber ich muss ja die Videos aufmachen. Ne? Und da würde ich sagen, macht's schön gut, bis nächste Woche, euer Uli aka Aquapainter. Tschüss!